Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Medieval Dynasty. Ich bin gerade auf dem Weg mal hier zum Fluss. Ich brauche unbedingt trinken und essen. Naja gut, nicht unbedingt, aber ich war jetzt gerade wieder am Anreisen, am Werkeln und so weiter. Gestern hat man ja den Brunnen hier fertig gemacht. Ich bin da auch immer gespannt, wie ihr darauf reagiert, weil ich, ne, ihr wisst ja, produziere wieder mal in die Zukunft, weil sonst schaffe ich das mit den ganzen Livestreams und so weiter nicht. Ja, so, ich habe hier nochmal so eine Art Eingang angerissen. Ich weiß jetzt noch nicht, ob das jetzt so hundertprozentig okay ist, aber ich denke schon. Ich denke, das kann man machen. Warum nicht? Ne, dann haben wir hier noch den Eingang eben zum Holzfäller. Hier werde ich noch zumachen und dann sollte das okay sein hier. Es wird halt immer mehr. Es wächst und wächst und wächst. So, 15 Leder habe ich da einstecken. Zwei Stücke. Und das Fleisch haue ich jetzt auch mal da rein. Ich brauche auf jeden Fall Rundhölzer. Jetzt erstmal. So, keine Ahnung wie viel. Das ist ein wenig sehr viel. Keine Ahnung wie viele, aber ich hätte mal sagen, ich nehme jetzt mal 20 mit, dann bin ich eh schon schwer genug. So, also das wird quasi alles hier Holzfäller, Holzfällerlager. Hier kommt natürlich ein Durchgang her, aber wie ich da jetzt genau weitermache, weiß ich noch nicht. Das werden wir dann sehen. Das, was mir jetzt erst einmal wichtig ist, und da dachte ich mir, das passt hier eigentlich ganz gut hin und ich hoffe, es funktioniert auch vom Bauen her. Und zwar der Pferich. Den würde ich gerne hier auf das Hügelchen bauen. Hier so ein bisschen im Schatten auch. Vielleicht den Eingang eher so auf die Seite, dass es ein flacher Eingang ist. Ich denke, da passt der schon. Ja, doch. Hölzer werde ich wahrscheinlich gar nicht nochmal so viel brauchen. Ich brauche wahrscheinlich überwiegend Stöcke, genau. Dach auch Holz? Ja, Dach braucht auch Holz. Und sehr viel Stroh. Weil dann würde ich nämlich sagen, ich hole mal ein paar Schafe, dass wir hier mit der Wollproduktion anfangen können. Mal schauen, gut. Halt, ich kann doch eigentlich gleich die Hölzer hier ein bisschen verballern. Ich habe zwar jetzt nur noch 5 Stück einstecken, aber ist ja egal. So, wir schnappen uns Stöcke. Ich nehme jetzt mal, keine Ahnung, ja, nehmen wir mal 100 Stück mit. Rundhölzer packe ich jetzt auch mal schnell ein. Was ich da vorne den Zaun vielleicht noch machen kann, es reichen 20. Und wir nehmen natürlich auch einiges an Strom mit, ist egal, wir tun den Überschuss dann einfach wieder zurück in die Kiste und fertig. Bevor ich jetzt da lang rumrechne und, naja, ihr wisst schon. So, machen wir mal den hier schnell. So, dann machen wir hier weiter. Ja, das wäre mir schon wichtig, dass wir Wolle bekommen. Und ein bisschen Geld habe ich ja. Also von daher kann ich da schon das ein oder andere Schäfchen kaufen. Aber ich brauche natürlich auch einen Tierzüchter dann hier. Sprich, wir müssen auch ein Haus bauen. Und vielleicht hole ich sogar jemanden neuen, weil wir haben ja 3 Tierzüchter. Allerdings brauchen wir natürlich für den Stall, für die Schweine und für die Hühner auch unseren Tierzüchter. Das wäre schon von Vorteil. So, und der letzte. So, perfekt. Weil dann haben die Schafe nämlich hier ringsrum, die haben Schatten, die haben genügend Gras. Ich denke, das ist okay. Das kann man nämlich auch offen lassen. Ich muss dann jetzt nicht unbedingt einen Zaun drum rumziehen. Hier vorne sollen ja die Felder hin.
Und hier weiter vorne haben wir dann auch nochmal Platz. Also das geht auf jeden Fall. So. Und mittlerweile habe ich die Bäume als Freunde kennengelernt beim Bauen. Weil das wunderschön ist in den Ecken, wenn man die so ein bisschen in den Zaun mit integriert. Das gefällt mir ganz gut. So, ich brauche noch 11 Stück, weil dann mache ich zumindest den einen Zaun jetzt da mal fertig. So, die haue ich jetzt mal alles wieder zurück. Ansonsten habe ich, glaube ich, nichts einstecken. Zack, so. Und ich denke mal, dass ich auch den ein oder anderen Busch hier durch Wege entfernen werde. Weil hier soll ein Holzlager im Grunde hin. Okay. Dann brauchen wir, wie gesagt, ein Haus für den Schäfer oder die Schäferin oder wie auch immer. Warte mal, ich habe die Eimer noch einstecken, sehe ich gerade. Gleich mal raus damit, weil die sind nämlich auch ganz schön gewichtig. Ich nehme wieder... Heftig. Können wir 25 mitnehmen? Ja, das geht schon. Aber dann nehmen wir gleich mehr mit, weil langsam sind wir sowieso und dann... So, dann hätten wir 30 Stück, das passt doch. Wo der Schäfer wohnt, ist ja dann eigentlich egal. Oder die Schäferin, je nachdem. Können wir auch hier zum Beispiel mit hinsetzen, das Haus. Ja, ist eigentlich ein ganz guter Platz hier, denke ich. Machen wir doch mal. Halt, schauen wir doch erstmal. Ne, wir brauchen einen neuen. Wir brauchen sowieso einen neuen. Deswegen mache ich jetzt halt auch ein Single-Haus. Warte mal, das machen wir. Machen wir es so rum. Wächst natürlich der Baum voll in das Haus rein, ne? Aber gut. Ist egal. Was machen wir denn da? Also die Flecht, man braucht halt einfach wirklich mehr Holz, wenn man nur diese Flechtwände hat und die Häuser gehen extrem schnell kaputt. Deswegen mache ich jetzt halt hier wieder Stein und Vollholz, würde ich sagen. Aber nur ein einfaches Dach. So. Sagt das, ich denke mal, das ist okay. Giebel kann ich ja dann wieder mit Stein machen. Oder ich könnte die Seiten hier Stein machen und oben drüber dann Holz. Das wäre, glaube ich, auch nicht verkehrt, ne? Machen wir es so, machen wir Stein. Zack, machen wir Stein und da oben machen wir Holz. Und dann ist es gut. So, das Dach muss sich noch ändern. Gut. Machen wir jetzt einmal das Dach. Wir brauchen 24 Bretter. Sprich, da gehe ich jetzt dann gleich einmal mit dem Holz, was ich habe, da an die Säge. Obwohl, wir haben glaube ich so viel Bretter im Lager, da brauche ich die nicht selber zuschneiden. Das braucht es da nicht. Weil da müssten echt viele drin sein. Brauchen wir noch zweimal Rundholz und das war's, ne? Nur zweimal Rundholz. Okay.
Und es wird schon wieder dunkel, vor allem es geht jetzt halt dann in den Herbst rein. Und ich hoffe nicht, dass es regnet. Wetter, ja, da haben wir genug. Was habe ich gesagt? 24. Yep. Halt, Steine kannst du ja auch mitnehmen. Auf jeden Fall. 8, 16, das sind 32. Ich denke mal, mit 40 Steinen sollte ich gut hinkommen. Steine haben wir nicht allzu viele, weil da habe ich auch die Produktion nach unten gestellt. Machen wir lieber 45, bevor ich dann doch wieder dastehe. So, ich habe es ja glaube ich schon mal erwähnt in einem Part, es geht so langsam auf die Urlaubszeit zu, also ich werde ab dem 1.8. dann im Grunde nichts produzieren können, weil ich meinen Junior da habe. Von daher werde ich in den nächsten kommenden Tagen auf jeden Fall so einiges produzieren müssen. Und werde wahrscheinlich dann auch dementsprechend keinen Livestream machen können. Oder wenn, dann vielleicht nur noch einen oder sowas in der Zeit. Okay, damit ist das Haus im Grunde erstmal soweit fertig. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt Sommer. Sommer, Sommer, wie spät ist es? Wir haben 19 Uhr, im Grunde könnte ich jetzt halt schon schlafen gehen. Jetzt wollte ich mal ganz kurz noch gucken, ob ich denn bei den Leinen... Ah, okay. Leinenfäden haben wir ja. Schneiderei haben wir da und für ein Leinengewebe... Das müsste hier noch mit dabei stehen. Leinengewebe gefertigt aus, so und so viel. Aber ich glaube, das war ein Leinenfaden, kann das sein? Bevor ich jetzt irgendwas Falsches mache... Nehme ich mal einen ganzen Batzen mit. Näherei, doch. Hat schon gestimmt. Da müssen wir her. Webstuhl. Einen Leinenfaden für ein Leinengewebe. Genau, ich komme da immer mit der Wolle durcheinander, weil das wundert mich nämlich auch. Was machen wir denn? Lass mal die 16 Stück, warte mal, eins habe ich noch auf Lager, ne? Lass mal die 15 Stück durchlaufen. Oder warte mal. Lass mal alle durchlaufen einfach. Bis auf das eine. Genau. Lass mal die alle durchlaufen, dann hätte ich auf jeden Fall für 3 Marktstände schon mal das Leinengewebe. Und wir können dann mal schauen, neue Häuser wegen den Verkauf und so weiter, wobei natürlich gerade beim Schmied, wenn der Schmied dem seine Frau, würde halt im Grunde dann den Laden führen, ne? Aber die ist ja aktuell Mutter, also kann die nicht. Ja, deswegen mache ich das auch alles jetzt halt versetzt mit den Familien, so dass welche dann schon raus sind aus der Mutterzeit, die Kinder dann quasi alt genug sind und erst dann stecke ich die nächsten Pärchen zusammen. Und so hat man dann auch unterschiedliche Altersgruppen im Dorf umeinander wandern. Dann kommen auch die Kinder irgendwann in das Arbeiteralter von 18 und dann kann ich die auch so nach und nach in irgendwelche Gewerke stecken. Mal gucken sowieso, was hier so alles für Updates noch kommen. Medieval ist ja wirklich... sehr umfangreich. Und ich hoffe mal... Na ja, gut. Die haben ja noch nicht gesagt, wo die Endsumme ist von den Gebäuden, die man platzieren kann. Und wir haben ja eingestellt, also ich habe zumindest eingestellt, jetzt hat hier 200% Gebäude, ne? Also anstatt die 55 kann ich ja jetzt halt diese 110 bauen. Und das ist natürlich schon nicht schlecht. So.
Das Leinengewebe. So, und dann brauche ich aber auch noch Bretter. Ich glaube, das waren immer 3 Stück pro, ne? Ich bin mir jetzt bloß nicht sicher, deswegen nehme ich mal 12 mit. Warte mal, aber wenn ich die jetzt halt fertig mache, dann kosten die mich, glaube ich, auch Steuern, ne? Speicher. Ach so, die kosten mich sowieso Steuern. Die kosten mich sowieso 20 Steuern, egal ob ich die jetzt halt fertig gebaut habe oder nicht. Ja, dann kann ich sie auch fertig bauen, ne? Dann ist es egal. Dann können wir die Marktstände auch fertig machen. Oh, habe ich da... Ja, es sind doch 4, ne? 4 Bretter. Ja, da war ich mir eben nicht sicher. Deswegen ist schon ganz gut, dass ich mehr mitgenommen habe. Aber bei den Leinengewebe hätte ich tatsächlich gedacht, es sind 6 Stück. Ne, warte mal. 8, 16, 24... Hm? 1, 2... Stücke. Seltsam. Na gut, jetzt werden wir wahrscheinlich dann unten im Dorf wieder rauskommen. Von daher werde ich mich wieder hier hoch verdünnisieren. Und dann machen wir hier nämlich auch weiter. Oder ich reite gleich direkt nach Baranica. Das könnten wir eigentlich machen, dass wir uns dann gleich bei Baranica wieder sehen. Das ist gut. Ja, so machen wir es. So, ich mache ja eigentlich nicht sehr gerne Schnitte in den Spielen, weil es einfach ein zusätzlicher Aufwand ist für mich. Aber in dem Fall musste ich jetzt leider mal. So, wir sind jetzt auf jeden Fall schon mal hier am Stall. So, wir parken Epon mal hier. Schauen mal darunter und ich hoffe, dass da irgendwer geeignetes dabei ist, der uns als Tierzüchter zur Hand gehen kann. Warte mal, Tierzüchter war... Das muss ich echt einmal nachgucken. Ne, warte mal. Am besten hier. Hier rein. Tierhaltung. Da braucht man... Was? Achso, Pferd, ja klar. Da braucht man... Farm. So, wer von euch ist gut auf der Farm? Du hast eine Quest für uns, interessiert mich nicht. Ist es jetzt euer Ernst? Ich habe nur hier einen einzigen hocken und der hat nur einen Punkt auf Farming. Oh Mann. Na gut. Dann kaufen wir trotzdem jetzt mal die Schafe. Schauen wir mal, wir brauchen eine Böckle. 3380. Ich müsste normalerweise das Geld haben, oder? Ihre Platz zuweisen. Jetzt haben wir noch 2300. Na super. Ich habe kein Geld. Ich habe kein Geld. Ich habe kein Geld. Dann lasst uns mal ganz kurz zum Lager. Dann schaue ich mal, was ich von den Körnern verkaufen kann. Oder ich verkaufe ein bisschen Brennholz. Da habe ich, glaube ich, recht viel. Aber dann mache ich das so, dass wir... einmal ganz kurz hier reinreiten und ich direkt an die Kiste gehe. So, bleib stehen. Truhe. Gucken wir mal. Brennholz, oh ja, 3187. Ich meine, da kann ich einiges verkaufen. Nehmen wir mal die 687 raus, dann hätten wir noch immer 2500. So. Wäre das eine. Den Dung lassen wir, die müssen halt noch Dünger herstellen. Oder ich mache das mal. So, Schnacks, Haferkorn, das lasse ich. Die Samen lasse ich. Leinsamen lasse ich. Ist mal alles ein wenig zu knapp. Ich weiß, dass ich die bei weitem nicht brauchen werde, aber das ist mal alles trotzdem ein wenig. Ich bin da auf Nummer sicher.
Tierfutter haben wir noch 17. Da habe ich auch den Hinweis bekommen, dass die zu wenig herstellen. Stelle ich mich einfach selber nochmal hin. Weizenkorn lasse ich. Okay, nee, dann können wir die Löffel zumindest noch mitnehmen und die Tonbecher. Hier könnte ich die zwei mitnehmen, weil die, da sind schon 515 wieder drin. Steinpfeile, glaube ich, müssten wir haben. Steinpfeile, hier. Machen wir mal 100, machen wir 130. 130 Stück. So, dann passt es schon. Dann hoffe ich mal, dass wir zumindest so viel... Mach nicht so schnell. Dass wir zumindest so viel Geld jetzt halt machen, dass wir uns noch ein Schaf kaufen können. Wieder haben wir jetzt noch ein Schaf. Aha. Keine Ahnung, warum jetzt meine Bewohner keinen nichts mehr haben. Doch. Wo ist sie denn? Die war doch gerade da. Ach, da vorne. Alina. An dich muss ich jetzt mal ein bisschen was verkaufen. Ha, schön. Danke. Zeig mir deine Waren. So, hölzerner Löffel, Tonbecher. Brennholz. Können wir sogar alles verkaufen? Haben wir schon mal 3400. Und die Steinpfeile sind hier. Nein. Steinpfeile bitte verkaufen. Ach, die hat kein Geld. Okay. Jetzt hätte ich nämlich fast die Schurschere hier gekauft, ey. Alter. So, warte mal. Wo ist denn der andere Händler? Was? Dachte, hier gibt's noch einen. Nicht? Ja, verdammt. Ist egal. So. Ein Schäflein. Was kostest du? 3380. Wir sollten es aber jetzt normalerweise haben. So, jetzt haben wir noch 49,7. Okay. Oh Mann. Gerade noch gesagt, ne, mit dem Tierfutter und dann sind hier plötzlich welche hungrig, obwohl ich Tierfutter im Lager hatte doch gerade. Naja, muss ich selber halt herstellen, ist egal. So. Upsa. Mal ganz kurz hier. Zack rein, weil hier müssten wir auch noch Geld haben. Dann haben wir auf jeden Fall ein bisschen was mehr. Tierfutter da? 17. Vielleicht, wenn ich es einmal rausnehme und dann wieder reinlege, vielleicht verschwindet es dann. Oder wahrscheinlich, weil ich ja niemanden habe, der die Tiere versorgt, ne? Das kann natürlich auch sein. Warte mal, dann reiten wir jetzt mal nach Branica. Einmal hier rum, bitte. Das Abreißen kann ich immer noch machen. Das läuft mir nicht weg. Schauen wir mal, ob wir hier jemanden haben. Ansonsten reiten wir in Unigostsdorf. Halt, bleib da. Dann kann ich dir nämlich die Steinpfeile verkaufen. Ja, das ist gut. Dann haben wir schon wieder mal ein bisschen mehr Geld. Leb wohl. Tschüssi, tschüssi. So, schauen wir mal. Oh ja, der Pritzivit und der Lambert. Die zwei sind eigentlich doch ganz gut. Ist nur die Frage, wo stopfen wir die dann? Warte mal. Boah, eigentlich ist es total egal, ne? Aber Lambert kann ich besser aussprechen. So, ich schaffe eine neue Siedlung. Oh, ich habe gehört, du baust deinen Ruf aus, mach weiter. 13.000. Oh, Mann.
Wie viel habe ich denn? 12.077. Oh Gott, da müssen wir aber noch einiges machen. Haben wir hier eine Quest zum Annehmen? Nee, ne? Ich glaube, die Quest, die war nur in Baranica. Na gut. Dann muss ich eben jemand anderen nehmen von den Tierzüchtern. Dann lassen wir eben die Hühner jetzt einfach mal alleine. Oder wir schauen uns mal jemanden raus, der auch Tierzüchter sein kann. Aber jetzt würde ich sagen, reiten wir nochmal vor. Und gucken mal, was das für eine Quest ist. Vielleicht kann ich sie ja machen. Wäre nicht verkehrt, ne? Das sind zumindest immer ein paar Punkte. Und wenn es nur, keine Ahnung, 30 sind oder 40... So, wer von euch war? Der Walbert. So, ich mache mal ganz kurz einen Speicher vorher. Kann ich dir bei etwas helfen? Ich überlege, meine Felder zu erweitern. Na klar, das kann ich doch machen. Das ist doch cool. Journal, neue Felder. 250 kriegen wir da in Landwirtschaftstechnik sogar. Ja, das ist cool. Dann reiten wir mal nach Borovo. Da gibt es nämlich auch eine Quest. Na, Epon, alles gut. Eigentlich brauche ich da gar keine Markierungen zu machen, weil mittlerweile kennt man ja dann die Karte schon echt in- und auswendig. Man weiß genau, wo man hin muss. Aber trotzdem, ist immer ein bisschen als Leitung. Ah, Wolle. Gut, die können wir uns holen. Die können wir uns holen. Einmal hier Wolle, einmal da Wolle, einmal Wollfaden. Sonst nichts mehr? Pfeile, die irgendwo drin stecken? Nö. Aber gut. Ist doch schon mal besser als nix, ne? Halt. Bin ich jetzt richtig? Ja, ich bin richtig. So. Ja, ich bin's auch so froh, dass die das rausgemacht haben mit den Steinen. Dass da das Pferd nicht mehr dran hängen bleibt. Weil es war nämlich damals schon ein bisschen nerviger, wenn du da über so kleine Steine im Grunde geritten bist und du hängen geblieben bist. Das war nicht schön. So. Wer hat die Quest? Da, der Dobromir. Raus bitte. So, auch bei dir mache ich jetzt mal ganz kurz die Schnellspeicherung. Kann ich dir bei etwas helfen? Ich brauche Hilfe für eine, glaube ich, vielleicht zugrunde gehen könnte. Okay, klar, ich bringe sie dir. Schauen wir mal, was der will für Kräuter und Pilze. Oh wow. Ja, dann schauen wir mal. 6-mal Fliegenpilz. So, wir brauchen davon 6 Stück. 3, 4, 5 und Nummer 6. Müssen wir mal schauen, ob wir hier Fliegenpilzle haben. Da hätten wir auf jeden Fall keinen, die wir brauchen. Breitblättriger Wegerich. Achso, da brauchen wir bloß 2 Stück. Okay, dann lasst uns mal nach Fliegenpilz gucken. Das sind ja alles die, die wir gerade schon gesammelt haben. Da haben wir einen Fliegenpilz, ne? Ne, haben wir nicht. Die da? Die, wie heißen sie? Wolliger echter Reizker.
müsste damit stehen, ne? Okay, das war wieder einer von denen, die wir nicht brauchen. Da haben wir einen Fliegenpilz. Pilze sammeln. Wie entspannend. Da könnte noch ein Wolliger stehen oder ein Fliegenpilz. Nee, das ist noch einer von den Wolligen, ne? Ne, ist der Edelreizker. Fliegenpilz brauchen wir, den Wolligen. Da war doch noch einer. Ne, das war aber der Knolle. Ich bin kein Pilzfachmann. Okay, damit haben wir schon mal vier. Da war zumindest ein Wolliger Reizker. Sind es da vielleicht auch welche? Nö. Brauchen noch jeweils einen. Verdammt. Jawohl, das war der Wollige. Und jetzt brauchen wir noch einen Fliegenpilz. Das sind keine. Ha? Nein. Ist auch keiner dabei. Nee. Schauen wir, vielleicht habe ich da Glück. Das sind nur die Champignons. Eventuell da. Na, wenn man sie sammeln muss, ne? Ich meine, ich habe sie im Lager, aber da bringen sie mir nicht viel. Dann müsste ich nochmal zum Lager. Andererseits, wo sind wir denn? Aber jetzt fehlt ja nur noch einer. Ich werde auch wohl den einen Fliegenpilz jetzt noch finden. Da eventuell. Was dabei? Das sind alles die Weißen. Eventuell hier? Nee, ist keiner. Da, oh, endlich. So, wir haben... Ja, auf jeden Fall genug. Jo, alles klar. Jetzt lass mich halt aufstehen. Oh, hasse ich das. Das ist immer nicht funktioniert hier. Und lass halt deinen Kopf unten. Eieiei. Wo hockst du? Da vorne läufst du, okay. Dopromir. Ach, warte, ich steig ab. Ich hätte eigentlich auch schnell hinlaufen können. Ich glaube, dann wäre ich schneller gewesen, als aufs Pferd zu steigen, ehrlich. So. Hier sind die Geschenke des Waldes, alles klar. 36 Reputation. Behandlung von Pilzen. Dann schauen wir mal. Wir haben bei uns selber im Dorf noch was. Honika. Honika wollte ich den Holzfäller wegreißen. Weil sollte ich da wirklich irgendwas brauchen, dann kann ich es mir ja hinstellen, weil ich das Lager dort habe. Das ist aber die Frage, ob wir das machen. Reite ich jetzt echt bis nach Honika? Das wird jetzt ein wenig zu arg. Wir könnten höchstens da auch nochmal schauen. Bei uns selbst. Aber gut.
Ich würde sagen, das machen wir dann beim nächsten Mal oder ich werde die Quests noch selber machen. Und ich suche mal jemanden raus von den Leuten, die ich habe, die das eventuell machen können. Oder wir könnten das eigentlich noch gemeinsam schnell machen. Das wäre jetzt halt auch kein Thema. Ganz kurz ins Management gehen. Gucken wir mal. Wer hat denn... Der Fischer könnte doch... Wohlrat. Warte mal, wir schauen hier nach. Das ist besser. Wir brauchen hier einen... Okay. Zur Jung. Hier, Landwirt. Wir könnten doch den Gerald als Landwirt wegholen. Aber der ist kein Single. Medard, Tierzüchter. Wo arbeitest du? Im Schweinestall, Tierhaltung. Da haben wir eh genug Dung gerade im Moment, ne? Dann könnten wir den doch... Der hat aber auch... Die sind aber auch zu dritt. Oh Mann. Mal weiterschauen. Siebraff, Scheunenknecht. Einfaches Haus. Jawohl. Siebraff wird unser neuer Tierzüchter. Ich meine, mit einer 5 ist das natürlich schon nicht schlecht, ne? Also. Einmal hier rein. Fertig. So, Siebraff, wo bist du? Siebraff, hier. Dann wird er nämlich vom Scheunenknecht einfach zum Tierzüchter. So, dann geht's nämlich auch den Tieren gut. Und jetzt muss ich Siebraff noch in das neue Haus stopfen. So, Siebraff. Schafe. Machen wir jetzt einfach mal so. Schafe. Akzeptieren. Kleines Haus. Leerer Platz. Wo bist du da? Ach so, der wird so geschrieben. Okay. Siebraff. Brave. Das muss ich natürlich ändern, ne? Das ist klar. Siebraff. Gut, das ist cool. Dann muss der halt jetzt dahin latschen, aber das ist okay. Ich werde mal schauen, ob ich die Quests noch mache. Und werde vielleicht auch noch die Gebäude da oben wegreißen. Dann haben wir da auch schon mal wieder weniger und ich muss nicht so viel Steuern zahlen das nächste Mal. Ist zwar noch eine ganze Zeit lang hin, aber ist okay. Okay, Leute, wenn euch der Part heute gefallen hat, es war heute ein bisschen ruhiger, dann lasst mir gern Like da, lasst mir Kommentare da. Und es täte mich echt freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch mit dabei seid. Insofern, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.